Ja, Glocken haben mich begleitet, wo immer ich gelebt habe. In meiner Heimatgemeinde, in der ich aufgewachsen bin, war das Wichtigste von Glocken für mich das Samstagabendgeläut. Wenn der Samstagabend kam und so langsam sich das Leben legte, in der Zeit noch, wenn man badete, zur Ruhe kam, Freizeit sich einläutete, dann läuteten die Glocken. Und heute geht mir das noch so in der Gemeinde, in der ich lebe, wenn die Samstagabendglocken läuten, beginnt eine andere Zeit. Eine Zeit der Ruhe und der Entspannung. Und selbst wenn ich das nicht schaffe, versuche ich, mich daran zu erinnern, dass das gut ist. Ich habe eine Weile in Kaiserswerth gelebt, im Diakonissenmutterhaus, 6 Jahre lang. Und da läuteten die Glocken zum Morgen-, Mittags- und Abendsgebet. Und die Glocken strukturierten den Tag. Eine dieser alten Glocken war eines Tages kaputt. 6 Wochen haben wir alle vom Krankenhaus über die Altenheime, über die Schulen, all die Menschen, die mit Kirche gar nicht viel zu tun hatten, keine Glocken gehört. Und es gab eine riesige Aktion, um den Dachstuhl in Ordnung zu bringen, damit die Glocken wieder läuten. Weil jeder spürte, wenn die nicht da sind, dann fehlt eine Tagesstruktur, die mich an etwas erinnert, was mehr ist als mein Leben. Und die Glocken, die ich am allermeisten liebe, von denen muss ich auch noch erzählen. Da oben läuten gerade welche. Das sind die Glocken in Jerusalem. Es gibt eine wunderbare CD mit den Glocken in Jerusalem. All die verschiedenen der unterschiedlichen Konfessionen erzählen eine Geschichte vom verschiedenen Glauben. Und am allermeisten würde ich mir allerdings wünschen, das muss ich auch sagen, dass die Muezzinrufe und die Schofarhörner, die es in Jerusalem auch gibt, auf dieser CD zu hören werden. Glaube singt in verschiedenen Sprachen und daran erinnert zu werden im Lärm des Alltags ist etwas Wunderbares.